Hey Leute, ich möchte euch heute zeigen, wie auf einem Linux-Server ein Webserver mit Nginx, PHP und einer MySQL-Datenbank installieren könnt. Mit Linux-Server meine ich natürlich jeden Server, das könnt ihr auf eurem Raspberry Pi machen, das könnt ihr auf einem V-Server machen, Root-Server, wie ihr es auch immer nennen mögt. Wenn darauf ein Linux-Betriebssystem läuft, sollte es dann funktionieren. Ich habe hierfür für dieses Tutorial ein Ubuntu-Server mit Ubuntu 22.04, das ist die neueste Version aktuell, wo ich das aufnehme, und da möchte ich euch zeigen, wie man das installiert. Wenn ihr das Betriebssystem gerade frisch installiert habt wie ich, solltet ihr ein sudo apt-update und dann zum Aktualisieren auch apt-upgrade durchführen. Dann ist auch die Software auf dem neuesten Stand. Bestätigen wir das mit ja. So, das können wir wegklicken. Das bedeutet einfach nur, dass ein neuer Linux-Kernel verfügbar ist, und wenn wir halt den Server neu starten, wird halt aktiviert. Welche Services wollen wir neu starten? Das passt auch. Einfach die Voreinstellung drin lassen. Und dann ist es auch schon fertig. Dann können wir auch schon anfangen mit dem Installieren von den benötigten Paketen. Also gebe ich ein sudo apt install nginx, der Server, der Webserver an sich, PHP. Und dann brauche ich noch PHP FPM. Das verbindet halt nginx mit PHP sozusagen. Und dann brauchen wir noch einen MySQL Server. Und für den Anfang ist es vielleicht gut, wenn ihr PHP MyAdmin benutzt, da könnt ihr halt eure Datenbank sehr einfach verwalten mit abschicken und sagen, ja, das wollen wir installieren, und dann dauert es noch mal ein bisschen. So, jetzt will er wissen, was soll ich neu starten, einfach Enter drücken. So, hier müssen wir ja auswählen und das Passwort vom Root-Nutzer für PHP MyAdmin eingeben. Das ist aber standardgemäß gar keins, da können wir einfach Enter drücken. So, das zeigt mir wieder, es ist ein neuer Kernel verfügbar, und was ich neu starten will, einfach mit Enter bestätigen. Und jetzt ist alles fertig. Das heißt, wir haben jetzt einen Webserver. Ich kann mir die IP anschauen mit IPA, das ist halt die IP-Adresse des Servers. Und kann da jetzt hier mal im Chrome diese IP-Adresse auch besuchen. Gebe ich einfach ein, und wir sehen hier die Default-Page. Wo liegt diese? Die liegt im var.www.html-Ordner. Da liegen standardgemäß alle Dateien. Das sind jetzt zwei. Ich die lösche. Dann sehen wir, also ich brauche da halt Rechte, um sich zu löschen. Die habe ich nicht, deswegen melde ich mich mit sudo su auf den Root-Benutzer um. Das ist der Benutzername, dem ich eingeloggt bin. Und jetzt kann ich mit rm-index-Sternchen diese zwei Dateien löschen. Jetzt sind die weg. Und jetzt sehen wir hier, ist weg. So, das ist unser Webserver. Der kann jetzt aber noch kein PHP. Das heißt, ich kann hier mal zum Test, mit Touch kann man Dateien erstellen, eine Testdatei erstellen, Test.php. Wenn ich die jetzt nämlich hier aufrufe, Test.php, dann lädt er mir die herunter. Das wollen wir natürlich nicht. Dazu muss man es aktivieren. Dazu gibt es eine Datei von dem Webserver. Die liegt nämlich wie folgt, mit Nano. Editiere ich die Datei und sage dann in etc nginx sites enabled default. Hier gibt es nämlich Folgendes zu beachten: Wenn wir PHP anschalten wollen für die Seite, dann müssen wir hier hingehen und hier das auskommentieren, Location PHP. Das heißt, für jede PHP-Datei führt er das aus, diese Konfiguration hier, und wir wollen das hier auskommentieren. Das heißt, er führt dieses Programm halt aus. Und da ist wir aktuell PHP 8 mit dem neuesten Ubuntu installieren, stimmt das nicht. Ich entferne die Versionsnummer hier, und diese Konfigurationsdatei muss ich auch ausklammern, dass sie aktiviert wird. Und hier oben bei Index kann man, wie es hier auch oben in dem Kommentar schon steht, index.php hinzufügen. Das heißt, wenn ich so wie jetzt auf die Standardwebseite gehe, suche dann nach einer index.php-Datei. Mit Steuerung X kann ich das Ganze speichern, mit Y bestätigen und mit Enter nochmals bestätigen. Mit Service Nginx Restart starte ich das neu. Und wenn ich jetzt auf die test.php navigiere, dann sehe ich eine weiße Seite und sie wird nicht mehr runtergeladen. Wir haben jetzt PHP erfolgreich aktiviert. Perfekt. Nun möchten wir vielleicht noch PHP MyAdmin installieren, beziehungsweise wir haben es schon vorhin installiert, aber mit PHP MyAdmin sehen wir nun leider nichts. Woran liegt es? PHP MyAdmin liegt standardgemäß in diesem User Share PHP MyAdmin Ordner. Da ist das drin. Und das verlinken wir jetzt.
Das geht wie folgt. Mit ln-s kann man eine Verknüpfung anlegen. Das heißt, ich gebe an, was will ich verknüpfen? User share php my admin. Und wohin will ich es verknüpfen? Wir haben vorhin gelernt, in var www html ist das Webverzeichnis, also das, was der Webserver halt aufruft. Drück Enter, habe ich eine Verknüpfung erstellt. Wenn ich jetzt wieder in dieses Verzeichnis wechsle, vom Webserver sehen wir, dass neben unserer Test-PHP auch ein phpMyAdmin-Ordner, der auf UserShare phpMyAdmin verlinkt. Jetzt reloaden wir die Seite mal und wir sehen phpMyAdmin. Perfekt. Jetzt ist das Problem, wir haben für den Root-Nutzer noch gar kein Passwort und können uns dementsprechend hier auch nicht einloggen. Man könnte das in der Config umschalten. Ich würde euch empfehlen, einfach ein sicheres Root-Passwort festzulegen. Wir starten jetzt mit mysql-u root und dann sind wir in dem MySQL-Server drin und können jetzt hier Kommandos ausführen. Und wir müssen eigentlich nur einen kennen, um das Nutzerpasswort zu ändern. So, das ist nämlich der folgende Command, dieser hier. Den müsst ihr nicht auswendig können, den schreibe ich auch in die Videobeschreibung. Das vorne hier bedeutet der Benutzernamen, für den wir ein neues Passwort setzen wollen, der Host. Ist halt loglost. Das könnte nämlich auch ein anderes sein, wenn wir die Datenbank extern zugänglich machen. Das ist das Passwort-Plugin, das ist der Standard in der neuesten MySQL-Version. Und das ist das neue Passwort. Hier tragt ihr zwischen den Klammern euer neues Passwort ein. Da solltet ihr ein sicheres reinschreiben, am besten ein generiertes, bestätigen. Und jetzt haben wir ein Passwort gesetzt, das heißt, ich kann mich jetzt hier mit einloggen. Und jetzt würde ich euch halt dementsprechend empfehlen, wenn ihr einen Service habt, der eine Datenbank braucht, jetzt nicht sagen, hier, ich lege dir eine an, sondern sagen, über User Accounts dem Service immer einen neuen User Account anlegen. So hat nämlich nur das Service dann halt auf seine Datenbank gerechnet. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einen WordPress-Blog anlegen, sage ich, ich möchte nur einen neuen User-Account, nenne jetzt WordPress, das ist der Nutzername, als Host local, soll nur lokal verfügbar sein. Generieren wir hier einfach ein Passwort, kopieren wir es mal natürlich. Das Authentication-Plugin lassen wir bei Caching SH2 Authentication, das ist perfekt. Und hier sagen wir dann, es soll uns eine Datenbank mit dem gleichen Benutzernamen und allen Rechten erstellen. Weil da kriegen wir nämlich zu dem WordPress-Benutzer auch noch eine WordPress-Datenbank, auf die der Nutzer Vollrechte hat, aber nicht auf alle anderen Datenbanken. Das wollen wir. Jetzt sage ich Go. Jetzt wurde der Nutzer angelegt. Jetzt können wir hier mal uns ausloggen. Wir sehen hier, der Root-Nutzer hat auf alle Datenbanken Zugriff. Wenn ich mich jetzt als WordPress-Nutzer einlogge mit dem neu generierten Passwort, dann sehen wir nämlich, ich habe nur Zugriff auf die WordPress-Datenbank. Genau, das waren jetzt so eigentlich die Basics, die ich euch mal zeigen wollte. Wenn es Fragen gibt, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.